Ihr Lieben, ich habe noch eine kleine Empfehlung für euch, wenn ihr so wollt, einen Kauftipp. Und zwar hat mir bei der bei dem Swatches-Video, bei der kleinen Vorschau von der Twilight Saga Eclipse Kollektion von Essence dieser Lipgloss gefehlt. 04, Don't Bite Me, Kiss Me. Und dann habe ich bei der Knuffi das Video gesehen und die hatte den gekauft und dann musste ich irgendwie losrennen und den auch kaufen. Also typisches YouTube-Phänomen. YouTube made me buy it. Und dann habe ich zu Hause mir den mal genauer angeguckt und er glitzert, er schimmert sehr, sehr stark. Und dann sind mir die MAC Dazzle Glasses wieder in Erinnerung gekommen. Grundlegend seht ihr, der hier ist pink, der hier ist sehr, sehr lila, aber ich habe euch Bilder gemacht. Also einfach mal bitte wieder in die Infobox klicken. Ich kann das immer nur wieder sagen, Bilder sagen so, so viel, viel, viel mehr aus als noch meine Videokamera, weil ich einfach eine mittelmäßige habe und eine gute einfach viel zu teuer für mein Studentenbudget ist. Ich trage euch das jetzt mal auf, einfach nur damit ihr es jetzt mal seht. Da sind die Farben auch noch so ein bisschen grundverschieden. Also einmal hier Essence und einmal MAC. Und da seht ihr auch, der hier gibt ein bisschen mehr Farbe ab. Aber wenn ihr jetzt gleich meine Bilder seht, dann seht ihr, dass zum Beispiel der Schimmer total identisch ist. Also die sind beide mit blauem Schimmer angereichert. Ich habe den jetzt auch mal aufgetragen, den von Essence. Das werdet ihr nicht sehen, aber wenn ihr selber im Licht steht, dann guckt euch das mal an. Also das ist wirklich unglaublich. Für so wenig Geld habt ihr ein Produkt, das nahezu fast denselben Effekt hat. Wie gesagt, schaut euch mal die Bilder an. Das war jetzt mein Tipp für euch, weil ich immer weiß, dass ihr ein paar Schnäppchenjäger seid, also ihr nicht so viel Geld für teure Produkte ausgebt. Ich kann nur sagen, der hier klebt sehr, sehr stark. Der hier klebt ganz wenig. Also er riecht künstlich nach Kirsche, finde ich jetzt aber nicht schlimm. Schlimm, Kirsche, schlimm. Ich finde den hier sehr gut, selbst wenn er nur die Haltbarkeit, weiß ich nicht. Wenn der hier 3 Stunden halten würde und der hier ein, ihr habt die Kosten 18 Euro, der hier hat knapp 2 Euro gekostet. Schaut euch ihn einfach an und ja, vielleicht habt ihr ihn auch schon gekauft. Ich wollte den jetzt nicht unbeachtet in der Ecke liegen lassen, weil ich musste euch das einfach mitteilen. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.